An der Innenseite dann noch ein Attacker in der Bahnmitte Jokund und Kingsclere übernimmt das Kommando mit Kiowa. Kingsclere, Kiowa, das sind die beiden vorderen Pferde, dahinter Jokund, dann Brandon. An der Innenseite 5 das Auenboss, daneben dann noch ein Attacker Il Ticino und ganz außen Opatia. So ging es am Ziel vorbei, den ersten Bogen hinein. Kiowa hat alleine die Führung, führt gleich mit 2 Längen vor Kingsclere, dahinter Jokund, dann Brandon, an der Außenseite die aufrückende Opatia vor Auenboss, dahinter dann Danon Attacker, Alrune, Il Ticino, vor Wells Wonder, Nardo, Halliday und am Schluss Bella Sue. Weiter auseinandergezogen ist das Feld in der Gegenseite, jetzt an der 1400 Meter Marke. Kiowa mit mehr als 2 Längen vor Kingsclere. Dritter ist Jokund, dahinter gleich auf an der Innenseite Brandon, außen dann, und ganz innen kommt Auenboss, außen daneben liegt auch noch einer. Den kann ich jetzt nicht genau erkennen, aber das scheint Nardo zu sein, außen. Naja, ist er nicht, aber egal. Am Schluss des Feldes jetzt Halliday hinter Il Ticino. Alles schiebt sich dichter zueinander, es geht in den Schlussbogen hinein. Die Führung weiterhin bei Kiowa. Kiowa hat das Kommando mit 1,5-2 Längen. Vor Kingsclere, dritter Jokund, dahinter Auenboss an der Innenseite, dann Brandon. So geht es durch den letzten Bogen. Am Schluss sind weiterhin jetzt Il Ticino hinter Halliday und hinter Wells Wonder. Die Zielgerade wird erreicht, 600 Meter also noch. Und die Führung weiterhin bei Kiowa. Das mit unverändert gut, 1,5-2 Längen vor Kingsclere in der Bahnmitte. Auenboss an der Innenseite, Jokund in der Bahnmitte, dann ein Attacker war das wohl. Der kommt dann, außen kommen Brandon, Alruno, ganz außen Nardo und noch weiter außen Bella Sue. Kingsclere geht nach vorne. Kingsclere hat das Kommando übernommen vor Auenboss, außen Kiowa und Wells Wonder wird stärker. Aber Kingsclere vorne und Kingsclere vor Wells Wonder. So scheint es zu bleiben. Kingsclere wird gewinnen mit Jan Palli. Zweiter Wells Wonder. Dann war es knapp zwischen Kiowa innen. Auenboss wurde noch stärker. Fünfter dann an der Außenseite Danon Attacker vor Nardo und Bella Sue.